Cornfox and Bros. Tonight, and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Wake up. The time has come. Ja, und darf ich jetzt endlich wieder reden? Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ja, ich habe dieses schon seit einiger Zeit, ja, wie soll ich sagen, auf der Palette gehabt. Denn ich habe richtig, das war ganz zufällig, ich habe vor kurzem irgendwie auf Facebook einen Trailer gesehen und da war irgendwie, stand da Zelda für den PC. Oceanhorn, Monster of Uncharted, habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte mir, boah, irgendwie ist das doch geil. Ja, ich war da auch ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, ob das jetzt wirklich so, na, man weiß ja nicht, Klon und blablabla. Deswegen ist der Titel auch so, aber ich muss sagen, ich habe es angetestet, mit Trailer angesehen, das ist echt ziemlich cool. Und das Ganze kann man auch mit Gamepad spielen und falls ihr das Spiel spielen wollt, dann würde ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen, denn mit Maus und Tastatur ist es gar nicht so einfach. Also ich habe hier das ganz normale Xbox 360 Gamepad, eine Wireless. Ja, kann ich euch empfehlen. Könnt ihr mal bei Amazon gucken, braucht ihr nur so ein Dingen, so ein Receiver. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich würde sagen, wir lehnen uns einfach mal das erste Schild hier durch. Ja, das ist die Steuerung. Wir spielen ja mit dem Gamepad, die habe ich mir aber schon angeguckt. Aber schon vergessen wahrscheinlich. Ist mir egal. Ja, und wie wir gerade zur Geschichte erfahren haben, unser Vater ist für uns... heben wir mit der Aktionstaste einen Krug auf. Ah, sehr interessant. Ja, unser Vater ist in der letzten Nacht unterwegs gegangen. Sagt man das so? Eigentlich ja nicht. Aber er ist von uns gegangen, um Oceanhorn zu stoppen. Ja. Denn er will nicht, dass er uns verliert. So, und ich würde jetzt gerne wissen, was mit unserem Vater passiert ist. Die Minikarte enthüllt vielleicht Geheimnisse. Das ist auch interessant. Ich sehe da unten nämlich auch eine Kiste, aber ich lese erstmal... Achso, Hermits Hütte. Ja, okay. Ich dachte, da könnte man lesen. So, und wir können ja schöne Münzen sammeln und auch Kisten öffnen, wie wir es aus Zelda gewohnt sind. Ich kann es verstehen, wenn man da kritisch ist, aber lasst euch einfach mal drauf ein. Ich Er verpasst nichts. Es ist viel vielleicht kopiert, aber es gibt auch viel Neues. Wir sprechen mal einfach mit Hermit. Hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du immer noch den gleichen Albtraum? Als dein Vater noch jünger war, besuchte er diese Insel oft auf seinen Reisen. Oje. Was? Vergiss dein Training nicht. Laufe doch ein paar Mal über die Insel. Ja, das mach ich gerne. So, mit X können wir hier schlagen. Wir haben nochmal momentan noch so einen beschissenen kleinen Holzstock. Huch. Da bin ich runtergefallen. Mit dem Sound, der Grafikstil gefällt mir echt gut. Naja, gehen wir einfach mal in Hermits Hütte. Machen ein bisschen sein Mobiliar kaputt. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Ja, okay. Den habe ich jetzt nicht. Können wir die Bude abfackeln? Einen Moment. Das muss doch gehen. Naja. Machen wir das doch lieber ein anderes Mal. Gut. Ich würde sagen, hier gibt es nicht mehr viel. Ich hoffe irgendwie immer, Münzen in den Krügen zu finden. Naja. Ja, und oben links sehen wir, wir fangen hier mit 4 Herzen an, die wir aber auch erweitern können. Wie in Zelda. Ich glaube, da braucht man irgendwie Blutstein oder so, aber davon habe ich noch keinen gefunden. Ich habe nur die ersten 30 Minuten angespielt, um zu gucken, ob das mit der Aufnahme alles so klappt. Was ist das denn hier? Hiro Teppo, der Archäologe. Na gut, das ist natürlich ein schöner Platz für ein Grab. Höhlen. So, wir können auch im Moment rennen, können wir auf A. Hier, zack, zack, zack. Oh, und da ist unser... Oh. Das habe ich schlecht gemacht. Unser erster Gegner. Ein Schleim mit monströsen, stacheligen Pickeln. So, und wir haben gerade einen Erfahrungspunkt erhalten. Wir können hier Erfahrungspunkte kriegen. Und was ist besser als Erfahrungspunkte, Leute? Es gibt nichts Besseres als Erfahrungspunkte. Das finde ich übrigens auch cool. Lol. Ah, okay. Das hat diesmal nicht geklappt. Hermits Picknickplatz. Und da ist schon wieder eine Kiste. Aber ich glaube, wenn wir Level aufsteigen, bekommen wir nur Münzen. Ich weiß nicht, ob wir noch was Besonderes kriegen, keine Ahnung. Du hast einen groben Entdeckerkristall gefunden. Das bringt dir 25 Erfahrungspunkte ein. Wir sind Stufe 1 Landstreicher. Wie gesagt, allzu sehr habe ich mich hier noch nicht erkundigt. Das werden wir dann hoffentlich während des Spiels herausfinden. Sondern schaue ich mal, was da unten zu finden ist. So, Büsche können wir auch hier schön kaputt machen. Da kommen meistens Herzen und Münzen raus. Ja, wie wir es aus Zelda gewohnt sind. Ich finde schade, die hätten viele eigene Ideen besser hier umsetzen können. Aber who cares, ich finde es trotzdem richtig cool. Wirf Objekte, halte während du ein Objekt trägst die Aktionstaste gedrückt und ziele mit der Bewegungssteuerung. Lass die Taste los, um zu werfen. Ja, das haben wir schon gemacht. Und damit können wir auch Gegner abwerfen. Bam! Keramikkiller, erledige einen Gegner mit einem Krug. Das hat uns ein paar Erfahrungspunkte gebracht. Auch nicht schlecht. So, mal schauen, was denn hier unten... Aha, okay. Und der Vorteil ist, ich bekomme keine Probleme mit Nintendo, wenn ich das hier spiele, da es nicht von Nintendo ist. So. Warum geht denn der Busch da nicht kaputt? Ach, das ist kein richtiger Busch. Der muss noch wachsen, okay. So. Stirb du. Was soll das überhaupt darstellen? Kleiner Käferspinne mit 4 Beinen oder so? Mistkäfer? Ich habe keine Ahnung. So, und hier müssen wir rein, denke ich mal, weil da ist gerade die Kette von unserer Mutter reingeflogen. Und wenn das mal nicht mysteriös ist, ich denke, das gilt es zu erkunden. Ich liebe es, die Dinger kaputt zu machen. Und da haben wir da, es hat sich gelohnt. Überall auf dieser Welt sind Münzen, Herzen und andere Objekte versteckt. Okay. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Einmal Mikro näher stellen hier. Irgendwie kann man alles angreifen, das bringt zwar nichts. Nur bei manchen Dingen bringt's was. Zum Beispiel bei diesen hier. Aber hier bringt es natürlich überhaupt nichts. Aber es sieht lustig aus. Und da ist schon wieder so ein Pickelgegner. So, ist er tot? Gut. Ja, und die Spieleentwickler versprechen bei gemütlichem Spielen ungefähr 10 Stunden Spielspaß. Also könnten das schon einige Parts werden. Und wenn ich weiß, wie ich mich anstelle, kann das natürlich sich mal schnell verdoppeln. Mit der Aktionstaste kannst du Objekte schieben. Die Aktionstaste war, soweit ich weiß, A. Mit der wir auch rennen können. Solange die Stamina noch voll ist. Und hier gibt es natürlich auch wie in Zelda Rätsel zu lösen, was die auch eigentlich ganz gut umgesetzt haben. So wie ich bisher sehen konnte und wie ich es... Also wie es mir versprochen wurde, sagen wir mal so. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden, ja gut. Ich denke mal, den können wir dann auch direkt gut verwenden. Es ist schon cool. Also mich würde auch mal echt interessieren, was ihr davon haltet. Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Das Spiel ist seit dem 17. März, glaube ich, bei Steam erhältlich. Ja, ich glaube, das war der 17. März. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Wollte schon früher spielen, aber irgendwie kamen da ein paar Dinge dazwischen. Dann kamen halt ein paar andere Projekte jetzt auch noch da. Aber jetzt... Was? Was ist das denn? So. Ja, da kamen halt ein paar andere Projekte dazwischen. Aber jetzt... Hoffentlich wieder ein bisschen Ordnung. Aber naja, darum geht es jetzt nicht. Wir gehen mal hier weiter. Und da ist ein Schild. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ich gucke mal gerne jede einzelne Ecke durch. Das mache ich auch bei Zelda so. Zelda. Du kannst unterschiedliche Dinge aufheben. Das ist ja sehr interessant. So, denken wir, das müssen wir da hinschmeißen. Ja, die Dinger können wir auch hochnehmen. Das ist auch ziemlich cool. Zack. So, da ich gern Dinge zerstöre, schmeiße ich das einfach mal weg. Und da ist auch schon die Kette. Das ist die Halskette deiner Mutter. Offenbar ist das kein gewöhnlicher Anhänger. Ja gut, jetzt haben wir den erhalten und das ist eine Kiste. Du hast das Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Nice, jetzt haben wir auch ein Schild. So, der Vater, Schwert und Schild. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Stufe 2, Reisender. Neue Abenteuerstufe erhalten. Start drücken. Du bist nun ein Reisender. Deine Gesundheit wurde aufgefüllt und du erhältst 10 Münzen. Cool. So, und schon wieder Erfahrung, weil wir 25 Münzen haben. Also das Erfahrung über Erfahrung, das gibt's ja gar nicht. So, oben rechts sehe ich schon, dass ich mit RT blocken kann hier. So hatte ich mein Schild. Zack. Damit lässt sich auf jeden Fall ganz gut kämpfen. Ich finde, besser als mit Zelda. In Zelda. Da ist es teilweise nicht so einfach mit dem Schild. So, hoch. So, schieben wir mal hier weg. Ja, da sind wir schon wieder raus aus der Hölle. Das ging relativ flott. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Über das Menü erhältst du Zugriff auf Objekte, Statistiken und Einstellungen. Kleines Kerlchen, lies mindestens 10 Schilder. Also wir kriegen ja hier für alles Erfahrung, habe ich das Gefühl. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der Anfang immer ein bisschen tutorialmäßig ist. Bam, und unser Schwert ist schon deutlich stärker als der Stock, wie wir merken. 2 Schläge brauchen wir für diese kleinen Käfer. Stirb. So, aber die droppen leider nicht immer Münzen, aber eigentlich immer Erfahrung, glaube ich. Nein. Oh, fast wäre die runtergefallen. Ich werde aber trotzdem hinterhergerannt. Weil ich's kann. So. Wirf Objekte, halte... Ach, das haben wir schon. So, soweit haben wir doch jetzt alles hier erforscht. Und das ist übrigens hier ein Speicherpunkt. Und das ist ein Kontrollpunkt aus der arkadischen Ära. Wenn dir etwas Schlimmes zustößt, tauchst du auch da auf magische Weise wieder auf. Kontrollpunkte findest du auf der ganzen Welt. Vergiss aber nicht, sie zu aktivieren, wenn du ihnen begegnest. Und keine Sorge, dein Fortschritt und alles, was du aufgesammelt hast, wird ständig gespeichert. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ich an diesen Punkten nicht speichere, sondern einfach da auftauche, wenn ich sterbe und das halt dauerhaft gespeichert wird. Ja, und wir reden mal mit Hermit. Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest sie ja später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen? Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eins der Symbole aus alten Arcadians. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the dire folk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Triloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Triloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, 3 sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Triloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. It's getting late, kid. Return to me in the morning. So, also scheint es so, dass das Monster, das unser Vater dort begegnet ist am Anfang, dies scheint Oceanhorn zu sein, wie man eigentlich auch schon hätte vermuten können. Ja, und wir sollen jetzt nach Hause gehen. Ich muss übrigens sagen, die Musikstücke sind hier echt richtig gut gelungen. Ich glaube, das ist auch der gleiche ein Komponist oder so, der auch bei Zelda-Stücken mitgemacht hat. Ich bin mir gerade da nicht sicher, also verlasst euch nicht darauf. Gut, wir müssen jetzt nach Hause bei bedrohlicher Musik. So, und wir wurden sehr bescheiden übrigens. Wer ist das? Und was ist das? Der ist mir nicht sehr wohlgesonnen, der Typ. Am nächsten Morgen. So, und da ist es auch schon wieder fröhlich, helligter Tag. So finde ich das gut. Und, was war das jetzt gerade bitte? Ach, du Scheiße. Da sind die Viecher. Jo, kann ich blocken? Geil. Stirb. Fort mit euch, der wird angegriffen. Lasst ihn in Ruhe. Aua. Komische Roboterviecher, was ist das denn? Danke, Kleiner. Die Halskette muss diese dunkle Kreaturen angelockt haben. So wie es dein Vater befürchtet hatte. Ungeheuer und böse Mächte haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie bei deinem Vater ist dein Schicksal mit Oceanhorn verwoben. Es ist zwecklos, sich weiter zu verstecken. Das mag wohl stimmen. Old scriptures tell about sacred emblems. Relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Auru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long-past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Im Notizbuch deines Vaters findest du Informationen zu Inseln der unerforschten Meere. Zuerst solltest du mit den Bewohnern der Insel Tikarel sprechen. Nimm diesen Schlüssel, eröffnete das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Wir haben den Schlüssel erhalten, ja, und da haben wir schon unsere Aufgabe mehr oder weniger erfahren. Wir müssen die Embleme sammeln. Von verschiedensten Orten dieser Welt. Och, süße kleine Käfer. Ja, Embleme. Oh, stirb. So, waren wir hier gerade schon überhaupt? Das ist nämlich eine Tür, für die wir wahrscheinlich gerade den Schlüssel bekommen haben. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ach, guck mal. Kommen wir da rüber? Wir können nicht springen, das ist das Problem. Können wir das hier so machen und dann irgendwie... Komisch. Na, das geht so nicht. Ach, wir können da... Naja, okay. Dann lassen wir es mal sein und... Ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt da rein. Und machen uns auf zu dieser Insel, dessen... Namen ich vergessen habe. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da jetzt auch in Erfahrung bringen werden. Sondern da ist auch schon unser Schiff, welches mich überhaupt nicht an Wind Waker erinnert. Naja, wie gesagt, kann man nichts machen.